Guten Morgen, herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hier gefunden hast. Wie jeden Morgen wollen wir mal reinschauen, wie die Energien des heutigen Tages sind. Und dafür nehmen wir heute als erstes das Wandering Star Tarot. Dies ist eine allgemeine Kartenlegung, das bedeutet, sie kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Und du solltest dir immer nur das mitnehmen, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. So, wir gucken mal rein, was ich uns als erstes zeigen mag. 5 Karten hätte ich gerne. Was darf ich dir heute mitgeben? So. Es hat sich schon mal jemand zu Tode gemischt. Heute darf ich dir nichts mitteilen, doch. Die 10 der Schwerter. Erste Karte. Es kann gut sein, dass du heute lernen darfst, mit etwas fertig zu sein, ja, dass etwas endgültig zu Ende kommt oder auch Gedanken, die einfach ausgelutscht sind, die zu Ende gedacht sind. Hier ist vielleicht tatsächlich etwas wirklich vorbei. Du kannst stolz sein auf das, was du bereits geschafft hast. Und dementsprechend kann es sein, dass hier noch ein großes Finale kommt. Der Narr, die 9 der Münzen in der Mitte der Legung, die 4 der Stäbe und eine letzte Karte hätte ich ganz gerne noch. Ja, Dankeschön, die 5 der Stäbe. Ja. Gut, wir schauen mal rein, was auf der Unterseite ist. Das interessiert mich heute auch noch. 9 Kelche, Stabilität und Optimismus. Ja. Gepaart mit der Tagesenergiezahl, die heute die 630 ist, würde ich sagen, dass es heute darum geht, deine eigenen Leistungen zu würdigen. Die 9 der Münzen in der Mitte der Legung stehen immer für deinen Wohlstand, für dein gutes Dasein, für dein Auftreten mit den Münzen, auch für die erdigen Angelegenheiten, für dein Zuhause, für deine Arbeit, für die Leistung, die du in etwas investiert hast, die jetzt Früchte trägt. Falls du dich fragst, wo die Tagesenergiezahl herkommt und für alle neuen Zuschauer, die empfange ich selber in der Stille. Manche würden sagen, ich channel sie. Ich sage gerne, ich empfange sie. Das ist auf jeden Fall die Zahl für heute, die 630. Würdige deinen eigenen Fortschritt und sei stolz auf das, was du bereits geschafft hast. Mit den 10 der Schwertern hier am Anfang, wie ich eben schon sagte, findet etwas einen Abschluss, höchstwahrscheinlich nervige Gedanken oder das Überdenken von etwas, das Zerdenken, wenn du dazu neigst, dir alle Planspiele schon auszudenken, was wäre, wenn, was könnte in der Zukunft passieren oder auch rückwärts gerichtet, warum ist das passiert, warum passiert das immer mir, warum macht der oder die das und das. Also alles, was mit Gedanken zu tun hat, findet hier heute endgültig ein Ende. Entweder weil du zu einer Lösung kommst oder weil du merkst, dass du dich einfach im Kreis drehst, während du immer und immer wieder dasselbe denkst. Mit dem Narren kannst du erkennen, dass du vielleicht auch unschuldig in Situationen geraten bist, die jetzt beendet werden dürfen oder dass du das Potenzial dazu hast, einen Neuanfang zu wagen. Das Ganze kann sich aber auch zersetzend anfühlen, wenn du nicht bereit bist, diese Gedanken über Bord zu werfen und wenn du nicht bereit bist, deinen Fortschritt zu würdigen. Vielleicht bist du noch nicht ganz da, wo du hin möchtest. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis du zu dem Ziel kommst, wo du ganz am Ende hin möchtest. Eventuell darfst du auch ein bisschen Risikobereitschaft an den Tag legen. Aber es geht darum, alle Schritte auf deinem Weg zu verstehen, beziehungsweise auch alle Schritte auf deinem Weg einfach zu würdigen. Für den einen oder anderen kann das hier mit emotionaler Belastung auch zu tun haben, mit den 9 Kelchen und den 9 Münzen kann es sein, dass du für jeden Schritt, den du gehst, du auch gewisse Gefühle fühlen darfst und sie gegebenenfalls auch über Bord werfen darfst. Es ist keine Schande, seine Komfortzone zu verlassen und sich dann unsicher zu fühlen. Es ist nicht schlimm, wenn du ein Risiko eingehst, dir bewusst bist, dass du auch etwas aufs Spiel setzen kannst. Es ist völlig in Ordnung, wenn du nicht immer weißt, warum etwas passiert oder weshalb du dich gerade so fühlst, wie du fühlst. Es ist in Ordnung, auch mal ahnungslos zu sein, könnte man vielleicht sagen.
Das Wichtige ist, dass du deinen Optimismus in dieser Situation nicht verlierst. Also, dass du wirklich erkennst, was dein Anteil an dem positiven Vorankommen in einer Situation ist. Denn es ist wichtiger, all die kleinen Schritte mitzugehen und mitzunehmen und auch währenddessen sich selber gut zuzureden, als nur auf die riesengroßen Etappenziele zu schauen oder immer nur auf das Endziel zu schauen und sich dabei dann immer so abzurackern, gestresst zu fühlen oder hier in diesem ewigen Gedankenkarussell zu sein. Mit den vier Stäben und den fünf Stäben hier auf dieser Seite haben wir zum einen die Verbundenheit zu etwas oder jemanden, vielleicht aber auch die guten Rahmenbedingungen. Wenn du vier Stäbe hast, dann kannst du einen Rahmen bilden sozusagen. Ja, dann hast du die Möglichkeit, deiner Vision oder deinen Traum, deinem Ziel einen Rahmen zu geben, eventuell auch einen neuen Rahmen, der dann zu Stabilität und Wohlstand führen darf. Die Vierer stehen auch immer für Stabilität. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du hier hin und her gerissen bist zwischen einem guten Bild und dem Wunsch, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, indem du noch einen Stab hinzufügst. Das wiederum könnte aber dazu führen, dass du von deinem eigentlichen Ziel abkommst. Ja, vielleicht trimmst du dich immer über alle Maßen hinaus. Vielleicht bist du dabei, dir selber immer die Route zu geben und immer über das Ziel hinausschießen zu wollen. Überschätzt dabei vielleicht auch ein bisschen deine Möglichkeiten oder die Zeitspanne, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Vielleicht darfst du dir auch ein bisschen mehr Zeit einräumen, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest oder wo du glaubst, hinkommen zu sollen. Könnte man vielleicht auch so formulieren. Pass auf, dass du hier nicht in eine Verteidigungshaltung hineinkommst oder durch eine Art Wettstreit, Wetteifern ins Straucheln gerätst. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Du brauchst nicht jemand anderem hinterherzurennen oder seinem Beispiel zu folgen. Du musst es nicht machen, wie der oder die es dir sagt. Es kann auch sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der dir ein Businessmodell verkaufen möchte, jemand, der dir eventuell versucht, etwas aufzuschwatzen, was du dann als deine eigene Leistung noch hinzufügen sollst, also sollst deine eigene Leistung mit diesem Projekt verbinden. Und letztendlich würde dich das aber auslaugen, dich von deinem eigenen Ziel abbringen. Pass also auf, dass du nicht in eine Verteidigungshaltung gedrängt wirst, dass du keinen Wettbewerb mitmachst und dass du dich auch nicht auf negative Debatten einlässt. Das, worum es heute geht, ist nach innen zu schauen, deine eigenen Leistungen zu würdigen, deinen eigenen Wohlstand anzuerkennen und dann deine Verbundenheit zu fühlen mit dem, was dir wichtig ist, mit deinen Zielen, Träumen und Wünschen. Ja, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und wenn dir die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über einen Kommentar oder über ein Like. Falls du jemanden kennst, dem die Kartenlegung auch gefallen würde, darf das Video natürlich auch gerne geteilt werden. Und falls du eine persönliche Kartenlegung buchen möchtest, findest du den Link dazu unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Alles Gute und wenn du magst, bis morgen früh. Ciao.